Eine Berufstätigkeit rund um eine Operation, ich denke, das versteht sich von selbst, ist nicht sinnvoll. Ich kann Ihnen aber nur raten, sich auch die Zeit danach für Erholung und Rekonvaleszenz wirklich auch zuzugestehen, um die neue Situation zu reflektieren und sich in der neuen Lebenssituation auch zurechtzufinden. Eine Berufstätigkeit während der Strahlentherapie kann möglich sein. Die Strahlentherapien sind häufig mit einem langen Anfahrtsweg verbunden und dadurch ist es in manchen Gegenden in Österreich sicher nicht möglich, hier auch zusätzlich einer regelmäßigen Arbeit oder geregelten Arbeit nachzugehen, die an einem anderen Ort zum Beispiel stattfindet. Inwieweit eine Berufstätigkeit oder eine teilweise Berufstätigkeit während einer laufenden Chemotherapie möglich oder gewünscht ist, muss jede Frau für sich selbst entscheiden. Ich rate den Frauen durchaus, auch hier sich die Zeit zur Erholung zu nehmen. Wichtig ist sicher zu beachten, dass man zwischen den Chemotherapien Kontakte zu anderen Personen meidet. Wir sind das jetzt ja alle gewöhnt, das war vor einigen Jahren noch nicht so, aber es geht wirklich darum, Infektionen auch abseits von Corona zu vermeiden. Wann Sie wirklich genau wieder mit der Arbeit beginnen können, besprechen Sie am besten mit dem behandelnden Arzt. Er kann abschätzen, inwieweit noch die Notwendigkeit für eine Rekonvaleszenz nach einer Operation besteht. Er kann auch abschätzen, inwieweit noch Erholung nach dem gesamten Therapiepaket notwendig ist und auch, ob eventuell von Seiten des Immunsystems noch Einwände bestehen, bald nach einer Chemotherapie wieder berufstätig zu werden. Eine Krankschreibung ist natürlich notwendig und diese muss auch dem Arbeitgeber übermittelt werden. Nach meinem Wissen gibt es keine gesetzliche Grundlage dafür, dass der Arbeitgeber über die Art der Diagnose Bescheid wissen muss. Sehr oft herrscht ein vertrauensvolles Verhältnis zum Arbeitgeber und man wird vielleicht auch hier das Gespräch suchen, aber wie die Situation im Einzelnen ist, muss jede Frau wohl für sich entscheiden und abschätzen. Aber der Arbeitgeber wird über eine Krankschreibung natürlich informiert, dass eine Erkrankung vorliegt.